Durch die Eruptionen des Ubinas-Vulkans im Südwesten Perus ist es am Samstag im angrenzenden Bolivien zu Niederschlägen von Asche gekommen. Der Bürgermeister von Santiago de Machaca, Lisandro Condori Castro, beschreibt die Situation vor Ort. Zuerst war es wie eine Wolke, wie Schnee. Sie kam von der peruanischen Seite, vom Nordosten der Stadt und hat die gesamte Region von Santiago de Machaca getroffen. Alle 104 Gemeinden, die Weiden, Menschen, Tiere und alle landwirtschaftlichen Anbaugebiete sind betroffen. Darüber hinaus leidet die Bevölkerung im Westen des Landes an der Grenze zu Peru unter dem Geruch von Schwefel und die Augen brennen, wie einige Anwohner beklagen. Der Ubinas-Vulkan war am Freitag mehrmals ausgebrochen und hat dabei eine kilometerhohe Rauch- und Aschewolke in den Himmel geschickt. Durch den Wind ist der Rauch dann in Richtung Bolivien getrieben, wo es zum Fallout der Asche kam. Der Ubinas ist ein etwa 5672 Meter hoher Schichtvulkan und Teil von mehreren aktiven Vulkanen in der Region.